Wir müssen uns in den Ozean begeben, um diese leuchtenden Tiere zu finden und mit ihrer Hilfe unsere eigene Spezies besser zu verstehen. Für mich ist das eine wunderschöne Verbindung. Ab ungefähr 200 Metern Tiefe beginnt im Ozean die Zwielichtzone. Circa 1% des Sonnenlichts dringt hier hinunter. Wenn wir tiefer gehen, sehen wir, dass fast jeder Fisch hier unten fähig ist, zu leuchten, zu blinken oder mit seinem selbst produzierten Licht zu kommunizieren. Biolumineszenz war ein Werkzeug, das zur Verfügung stand. Und nun nutzt es jeder auf seine Art. Korallenriffe zählen zu den artenreichsten und konkurrenzintensivsten Biotopen der Erde. Dort kämpfen alle um Lebensraum. Und durch die Fähigkeit zur Fluoreszenz erschaffen sie sich eine reichhaltigere Welt. Und wir beginnen nun, diese Welt zu sehen, die sie bereits seit Jahrmillionen sehen. Wir Menschen können das nicht selbst erschaffen. Wir müssen diese Moleküle bei Korallen, bei Fischen finden, um damit dann beleuchten zu können, wie unser Innerstes funktioniert. Für mich ist das einfach unglaublich toll.